Ich komm niemals wieder rein. Aber euch wert auch ohne euch Fame. Voll cringe. Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Twitch Clips Germany. Ich bin natürlich nicht dabei. Wie gesagt, ich bin relativ froh, dass ich dieses Mal nicht dabei gewesen bin. Denn die Videos, die Clips, die von mir in letzter Zeit entstehen, sind wirklich ober cringe. Das bedeutet, nicht lange schnacken, ins Video reinkacken, ne? Let's go. Meine Fresse, nee! Hey, ganz ehrlich, wir haben das Game mit Eva gespielt. Für sie war es überhaupt das allererste Horror-Game in her life. Und ganz ehrlich, ich habe mich, glaube ich, nicht einmal erschrocken. Okay, vielleicht einmal, aber nicht so wie er. Ich fand das Spiel eher actionreich, sehr, sehr gut gemacht, ne? Storymäßig sehr, sehr interessant, aber nicht so, dass man sich da in die Hosen macht. Also wir haben hier Clit-Clips, was? Klitoris. Was? Ja, ich wollte gerade sagen, die Klitoris von Twitch. Clit-Clips ist ein anderer, Anbieter. War ich wieder auf der falschen Plattform. Anderer Anbieter. Es gibt wirklich Clit-Clips? Jetzt mal for real, Leute, ich kenne sowas nicht. Ich weiß doch nicht, was es für Pyrno-Seiten gibt. Jetzt immer schlucken. Ist cool. Früher war mehr Hate. Ja, früher war tatsächlich ein bisschen mehr Anstand hier. Heute ist so, oh, dein Arschloch riecht heute aber wieder richtig gut. Hast du das Deo benutzt, was ich dir empfohlen habe? Ja, das war richtig gut. Das gab es sogar im Angebot. Ja? Oh mein Gott, da muss ich auch nochmal zuschlagen. Keine Sorge, ich habe dir auch schon eins gekauft. Wenn Fabis Stream öfters geklippt werden würde und diese Clips eingesendet worden wird, da ist nur so Bullshit. Da geht's nur um Ärsche und Scheiße. Der wäre in jedem Clip. Also Fabi, ganz cringer Typ. Ich weiß auch nicht, was der auf Twitch macht. Twitch ist so eine ernstzunehmende Plattform. So eine wunderschöne Plattform. Also was so cringer Content hier zu bieten hat, I don't understand it. Ja. Ach, so Squad-Stream meint ihr? Genug. Das kann ich nicht. Ich bin noch nicht so weit. Du dachtest an Squad? Bist du kein Partner bis jetzt? Nein. Ich bin auch noch keine Partnerin. Deswegen kann ich auch noch keinen Squad-Stream machen. Aber, guys, you know, Fingerchen sind gedrückt. Maybe wird das diesen Monat was. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, eigentlich gar keine Hoffnung mehr. Was? Gerade ein Kind umgebracht. Und dann sagen mir immer alle, Gronkh, so ein toller Typ. Na, I don't know. Das muss ich euch jetzt sagen. Ich habe gestern gegoogelt, welche Proteine ich nehmen soll. Kein Witz, weil meine Cousine war ja mit mir im Urlaub, hat sie mit mir Sport gemacht. Und ich habe jetzt gestern, ich will ja nicht flexen, aber ein bisschen meinen Hintern wieder trainiert und auch meine Arme und so. Ich schwör's euch, ich krieg bald richtig krassen Bizeps. Seht ihr das? Seht ihr diesen kleinen Buckel? Das ist Bizeps, das sind Muskeln. Oh mein Gott! Der trollt mich. Muskelmilch ist top. Gut verträglich und laktosefrei. Oha, laktosefrei ist mir wichtig. Ich bin laktoseintolerant, ne? Pulver zuschicken, kritisch. Proteinpulver. Kein Pulver zum Party machen. Ich will mal wieder nicht prahlen, aber ich war heute um 6.30 Uhr wach, habe einen TikTok zusammengeschnitten, welches übrigens gerade sehr passend zum Thema ist, nämlich von letztem Twitch Clips Germany handelt, wo ihr mich ein bisschen getrollt habt. Ich habe mich eigentlich selber hops genommen. Habe also ein neues TikTok heute zusammen gecuttet. Für TikTok halt schnell gecuttet, ne? Und was habe ich noch gemacht? Ja, YouTube-Video kommt heute um 17 Uhr live. Ich bin jetzt live, also ich habe heute gearbeitet. Und ich muss dazu sagen, da habe ich noch fast ein Stündchen wieder geschlafen. Hä? Habe ich nicht so gecheckt. Probier mal. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich kann so reden wie du, aber ich habe keinen Bock drauf. So hochnäsig sage ich das gar nicht. Hä, so hochnäsig sage ich das gar nicht. Ich rede eher wie so ein kleines Kind. Ja, Sonja kann auch normal sein. Sie entscheidet sich nur sehr oft dagegen. Für meine Arbeit kriege ich Geld, ja, für das hier nicht. Das hier ist ja auch keine Arbeit. Oh mein Gott, Alter, was war das denn für ein Stream mit der Schwester?
Gott. Wie sage ich immer so gerne, wenn ihr solche Freunde oder solche Familie habt, braucht ihr keine Feinde mehr. Oh Gott, bin ich wieder heute motiviert, ne? Der Kaffee tut mir jetzt schon nicht gut. Ich merke das. Oh mein Gott, in dem Stream war ich sogar. Null creepy. Null creepy. Kann man das trinken? Sie hat sich gerade selbst vor ihrer Deko erschrocken. Oh mein Gott, wie unfassbar witzig. Okay, das war wirklich ein guter Clip. Da hat Eva gestreamt und hat Maoki geradet. Und da hat sie irgendwie in ihrem das war so um 1 Uhr nachts oder so. Dieser Stream war sehr spät. Also es sieht nicht nur dunkel aus, es war auch dunkel. Und ich dachte mir nur so, what the hell, Alter? Wer steht denn abends im Garten und macht irgendwas, während es dunkel draußen ist und bald Halloween ist? Wie war eigentlich dein Urlaub? Fantastisch. Ich bin braun geworden. Für alle, die mir noch nicht auf Instagram folgen, tut das sehr, sehr gerne. Denn dort gibt es einige Videos aus dem Urlaub. 100 weitere Subs von McDonald's. Oha, wie viele Subs haben die denn verschenkt? Es geht so schnell, Leute. Die Apfeltasche ist geil. Echt? Hype. Unsere Eismaschine hat nicht immer funktioniert. Der hat 8000 zu 800 zu. Leute, die haben gerade 100, darum geht's gerade. Die haben 100 Subs verschenkt und er, seine Reaktion. Wie raste ich aus, wenn hier 5 Subs verschenkt werden? Weil es grandios ist, dass man überhaupt supportet. Die haben gerade 100 Subs geschenkt. 100 weitere Subs von McDonald's. Echt? Geht so schnell, Leute. Die Apfeltasche ist geil. Echt? Hype. Unsere Eismaschine hat nicht immer funktioniert. Oder weitere Subs. Echt? Die Eismaschine ist leider. Der Arme, ich glaube, der war einfach nur krass überfordert. So Leute zwischen 50 und 300 Zuschauer gesucht. Ich würde mich super über 100 Subs freuen, falls Pete Smeet mal zugucken sollte. Die McDonald's-Aktion war echt nice. Ich kenne 2 StreamerInnen, die es auch getroffen hat. Das Babyphone stehen. Das Ding ist, wenn ich jetzt in der Runde bin und die ganzen Survivor schreien darum, dann kann es vielleicht sein, wenn meine Kinder im Hintergrund schreien, dass ich das verwechsle. Moment. Das klingt falscher, als es sich anhören sollte. Wie machen die? So? Ah, Sailor Moon! Ara! Sketch, Liebes. Gehen wir hier lang. Entschuldigung. Da kam die Schadenfreude wieder durch. Ich wollte um den Zug drumrum. Versteht ihr es? Oh mein Gott, hab ich harte Nippel. Oh mein Gott. Also das war, ganz ehrlich, das war die unerwartetste Reaktion, die ich in einem Horrorspiel je gesehen habe. Au! What the heck? Für zu nervige Weihnachtslieder kommt man in Spanien sogar ins Gefängnis. Genauer gesagt ins Feliz Navidad. Feliz Navidad. Du. Leute, bald ist Weihnachten. Wisst ihr, was wir an Weihnachten machen? Wir schmücken mein Zimmer weihnachtlich. Ich habe sogar 2 Tannenbäume, aber wir werden nur einen aufstellen. Wieso spielen auf einmal wieder alle Dark Souls? Oh, ist ja voll schön! Nee! Die war super stark. Ich habe die selber nicht besiegt. Bis hierhin bin ich gar nicht gekommen. Ich habe irgendwann mal Dark Souls weggeworfen. Weil es mein Herz gebrochen hat. Mir das lieber. Das ist so Dark Souls einfach. Das macht so aggressiv. War mal wieder nicht dabei. Was für eine Scheißerei. Ich komm niemals wieder rein. Aber euch werd auch ohne euch Fame.